25 Jahre. 25 Jahre bin ich jetzt Friseurmitglied. Und so lange bleibt man nur da, wo man sich richtig wohlfühlt. Dieses Vereinsleben ist einfach mein Ding. Und die Mannschaft, die Vereinsmitglieder, das sind richtig gute Freunde und Bekannte, die mir einfach ans Herz gewachsen sind. Und klar, um so eine Mannschaft herum gibt es viel zu organisieren und zu planen. Aber mir macht das Spaß, mich da einzubringen. Und für so einen Verein macht man das auch gerne. Natürlich möchtest du, wenn du bei Werder Bremen und Holstein Kiel Fußball gespielt hast, professionell weiterspielen. Wenn du in einer Sache gut bist, versuchst du dich immer weiterzuentwickeln und nicht auf der Stelle stehen zu bleiben. Hier bei Friesia haben wir ein sehr ambitioniertes Team. Und das Gute daran ist, dass ich gleichzeitig noch meine Ausbildung mit der Mannschaft unter einem Hut bekomme. Friesia bietet so gute Bedingungen, dass ich mich immer Tag für Tag weiterentwickeln kann. Und da bin ich extrem froh drüber. Ich war schon immer sehr ehrgeizig. Egal ob damals in der Jugend, als noch der Traum da war, Fußballprofi zu werden, oder jetzt in der Landesliga bei Friesia. Und genauso ehrgeizig bin ich natürlich auch im Job. Auch da möchte ich vorankommen. Und da ist es wie bei Friesia auf dem Platz. Als Kapitän musst du einfach vorangehen. Du musst diesen Fokus haben, damit du am Wochenende die 3 Punkte holst. Wenn du diese Einstellung hast, bleibt natürlich wenig Zeit für andere Dinge. Aber Fußball und vor allem Fußball bei Friesia gehört für mich einfach dazu. Macht total Spaß und ich freue mich jedes Mal, wenn ich mit den Jungs auf den Platz gehe. Fußball begleitet mich seit klein auf. Es ist bestimmt seit Kindheitstagen eigentlich mein Alltag. Und ja, dahinter steckt dann der Drang, mich zu bewegen, mich fit zu halten, mich vorzubereiten auf den Wettkampf. Und das mache ich natürlich dann am liebsten auf dem Fußballplatz. Mit dem Hintergrund, einfach am Wochenende topfit ins Spiel gehen zu können. Fußball ist auf jeden Fall mein Lebensmittelpunkt und das war früher schon so, das ist heute noch so und das wird auch in den nächsten Jahren so bleiben.